Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Lehrgangsvideo hier bei Bausimulator 3 auf der PS4. Ich habe den Baggerlader ausgewählt, den werdet ihr gleich noch sehen. Ich war hier ein bisschen schnell gerade unterwegs, aber naja gut, passt schon. Na, willst du mal wieder dein Basiswissen auffrischen? Ja, bei der ganzen Schreibtischarbeit rostet man echt ein. Was meinst du, warum ich nie eine eigene Firma aufgebaut habe? Ich hatte keine Lust auf den ganzen Papierkram. Wem sagst du das? Na los, lass uns anfangen. Sehr schön. Bringe folgendes Fahrzeug in den vorgesehenen Bereich. Kein Problem. So, das ist der Baggerlader, den wir jetzt hier als Fahrzeug ausgewählt haben. Eigentlich ganz nasses Ding für den Anfang. Richtig tuffig zu fahren. So, machen wir mal hier Sicht korrekt. So, eigentlich hier, ne, ganz einfach erstmal R2 drücken und den hier reinschiffen. Boom. Easy. Aufgabe abgeschlossen. Jawohl. Fahre nun rückwärts in den markierten Bereich. Kein Problem, auch hier ganz normal mit L2. Ihr könnt natürlich auch hier über die Vierecktaste dann zack hier die Rundumleuchte einschalten, ne? Weil da wo gearbeitet wird, muss man auch gewarnt werden. So, zack. Da stehen wir auch schon. Nice. Bevor wir anfangen zu graben, musst du in den Funktionsmodus wechseln. Drücke hierfür Viereck und wähle mit Hilfe von L Fahrzeugmodus wechseln aus. Das machen wir auch auf ganz entspannte Art und Weise. Und zwar, genau, Viereck hier. Dann mit L hier oben, Fahrzeugmodus. Und ab dafür. So, jetzt das Fahrzeug stabilisiert. Es steht hinten auf den Stelzen, vorne auf der Schaufel. So, und jetzt können wir... Benutze L um den Bagger, was? Ich habe jetzt nicht gelesen, was ich machen soll. So, hier mit L, ne, rauf, runter. Ganz problemlos und also halt hier mit R nach links und rechts kann man die Schaufel bewegen. Wir müssen nun einen Graben ausheben. Nutze den Löffel, um den markierten Bereich auszubaggern. Gelbe Linien markieren den Bereich, der ausgegraben werden muss. Kippe die Erde im Bereich aus, der mit dem Pylon markiert ist. Alles klar. Ja, sollte kein Problem sein. So, wenn man jetzt hier einmal auf R3 drückt, kann man dann hier seinen Kamerawinkel einstellen, so wie man es haben möchte. Ich habe den gerne immer so. Und dann einfach hier, wie gesagt, ne, mit dem linken Stick rauf, runter, links, rechts und mit dem rechten Stick kippen, also senken und heben und die Schaufel senken und heben. Also eigentlich ganz einfach. Und dann einmal hier rein und stecken bleiben. Das ist gerne ein Problem, dass man seht ihr? Er will nicht so ganz hoch, ne? Also das ist öfters mal ein kleines Problem bei dem Bagger hier, dass der hier ein bisschen sich verhakt dann. Also da nicht verzweifeln, passiert schon mal. Wo ich gerade am Verzweifeln bin, ist, dass er jetzt hier nicht gerade so will, wie ich das will. Der Lehrgang ist, glaube ich, ein wenig verbuggt. Er will nicht so ganz dahin, wo ich hin will. Das bin ich aus dem Spielbetrieb, ganz ehrlich, anders gewohnt. Ja, der kratzt es nicht hoch. Warum auch immer, er will nicht hochkratzen. Immer wenn ich jetzt hier anschaufel, will er nicht so ganz. Moment, warte mal, wir setzen ihn nochmal zurück. Ich setze ihn nochmal ein kleines Stückchen um. So, setzen wir den nochmal gerade. So. Und jetzt versuchen wir es nochmal. Na, der will hier nicht wirklich die Schaufel unten behalten, da wo sie eigentlich hin soll. Macht er nicht. Keine Ahnung warum.
Jetzt. Also irgendwie. Oder warte mal, kann das sein, dass ich. Ah, ich hab's gerafft. Moment. Jetzt verstehe ich den Hasen. Die Steuerung ist invertiert. Moment. Steuerungsempfindlichkeit. Kann man das hier irgendwo ändern? Das ist oder Hilfe. Steuerungsempfindlichkeit. Irgendwie Hydrauliksteuerung, ISO, SR Euro, Arcade. Ich versuche mal gerade die ISO-Steuerung. Ja, es geht ein bisschen besser. Das ist nämlich die Problematik, warum ich das jetzt hier gerade nicht hinbekommen habe. Ich muss nach den linken Stick nach oben drücken, um den zu senken. Und den rechten Stick und nach unten drücken, um zu heben. Da muss ich mich gerade mal ein bisschen umgewöhnen. Das, ich weiß gar nicht. Kann auch sein, dass ich das in meinem Gameplay in Arcade stehen habe. Dadurch ist das alles ein bisschen. Naja, gut, okay. Gewöhnungsbedürftig. Wir können das ja mal ausprobieren. Moment, wir probieren es mal aus. Wir stellen es mal hier auf Arcade. Gucken wir mal, wie das jetzt so ist. So, links, rechts. Aha. Ja, so funktioniert der Hase. Dann funktioniert es auch. Aber jetzt, wenn ihr es auf Arcade stellt, dann ist das auch mit dem linken Stick nach unten und mit dem anderen Stick dann nach oben. Perfekt. So, mach den Bereich frei. Wir müssen aber erstmal hier noch entladen. So, zack. Dann wieder ankuppeln oder beziehungsweise hier Fahrzeug zurücksetzen. Und den Fahrzeugmodus wieder wechseln. Und jetzt müssen wir einfach nur hier so ein bisschen aus dem Bereich rausfahren. Dann ist das, ist dieser Abschnitt abgeschlossen. Ganz easy. Soweit, so gut. Benutzen nun den Kranfunktion, um das Kanalmodul in den Graben zu heben. Der Kranhaken ist unter dem Löffel, oder? Genau, bewege die Spitze des Löffels über die Ladungsobjekte. Wenn das Icon grün aufleuchtet, drücke X, um die Objekte anzuhaken. Alles klar, ich werde es versuchen. Also auch ganz easy. Das Plastikrohr, wo ist denn das? Also hier das gelbe, das orange Plastikrohr soll da rein. Auch hier ganz normal, zack, Fahrzeugmodus wieder wechseln. Über die 4x-Taste. Dann könnt ihr den Arm hier, also ihr könnt den Arm nicht bewegen, wenn ihr hier im Kameramodus seid. Und das müsst ihr umstellen dann. Einmal R3 drücken wieder. So, und jetzt habt ihr hier die Möglichkeit, mit der Schaufel an dieses Hakensymbol dazu gehen. Was ist, so ist es gelb. Und wenn ihr richtig seid, ist es grün. Dann X drücken, dann habt ihr es angehakt. So, und jetzt könnt ihr es ganz normal hochheben. Zack, hier. Und dann einmal hier runter. Und dann so weit runter. Es muss nur grün werden. Ihr müsst es nicht exakt platzieren. Und dann nochmal X drücken. Und schon habt ihr das Rohr gesetzt. Gar kein Problem. Wir haben es fast geschafft. Nun musst du den Baggerarm zurück in seine Ursprungsposition bringen. Du kannst ihn auch über das Kontextmenü zurücksetzen drücken. Hier für Viereck. Und wähle Fahrzeug zurücksetzen. Also ihr könnt das alles manuell machen, entweder so oder halt hier Kontextmenü Viereck, dann hier unten zurücksetzen und dann sitzt er wieder komplett und an den Fahrzeugmodus wieder wechseln. Perfekt. Also ja, erklärt er jetzt auch gerade. Und dann haben wir es erledigt. Perfekt. Läuft doch. Fülle den Graben auf. Wende den Baggerlader und platziere ihn vor dem Erdhaufen. Senke anschließend den Frontlader mit Hilfe von R auf den Boden und bewege ihn in den Erdhaufen, bis er gefüllt ist. Hebe anschließend den Lader mit Hilfe von R und schütte den Abraum in das markierte Loch. Also, gar kein Problem. Wir müssen ein Stück vorfahren. Machen wir mal die Kamera hier so. Zack.
So. Und jetzt hier auch ganz normal. Ah, so. Wieder R3 drücken, aus der Kameraansicht raus. Den Frontlader senken und nach vorne fahren. Jetzt macht er den Frontlader voll. Dann könnt ihr den hochheben. Dann ein Stück vorfahren. Und dann mit dem rechten Stick nach rechts drücken, dann senkt er. Und rein damit. Easy. Saubere Arbeit. Vergiss nicht, dass der Baggerlader ein echter Allrounder ist. Außerdem sind seine Unterhaltskosten sehr niedrig. Danke für den Tipp. Bis zum nächsten Lehrgang. Und das war's auch schon. Das war der Baggerlader. Also ganz easy. Ganz einfach. Schnell erledigt. 7 Minuten. Gar kein Problem. Ein echt nices Gerät, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir richtig gut. Gerade für den Anfang ist der optimal. Oder wenn man kleine Löcher irgendwie ausheben muss. Perfekt. Ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Lehrgang gefallen. Gerne kommentieren. Ein Däumchen natürlich. Sehr gerne gesehen. Nach oben, selbstverständlich. Und wenn ihr dabei bleiben wollt oder auch andere Let's Plays sehen wollt, gerne ein kostenloses Abo. Vielen Dank und ich sag mal, bis zum nächsten Lehrgang. Ciao, ciao.